Herr Präsident, liebe Abgeordnete, liebe Gäste. 10 Jahre sind seit der spektakulären Pleite von Lehman Brothers und der daraus folgenden katastrophalen Finanzkrise vergangen. Diese Krise hat laut Bericht in der Welt vom 13.09. Deutschland bisher 59 Milliarden Euro gekostet. Jede vierköpfige Familie wurde mit 3.000 Euro belastet. Für die Stützung von Banken kommen zusätzliche 900 Milliarden Euro dazu. Und was hatte dies geholfen? Nichts. Heute droht ein neuerlicher Crash am Aktien- und Immobilienmarkt. Die Nullzinspolitik der EZB seit März 2016 hat die öffentliche und private Verschuldung rasant anwachsen lassen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die in den USA bereits steigenden Zinsen seit 26. September auf 2 bis 2,25% erhöht und weitere Erhöhungen wurden noch für die nächste Zeit 3 sogar angekündigt. Sie werden eine Reaktion in Europa auslösen und dann wehe der sogenannten schwarzen Null des Finanzministeriums und den mit 20% Eigenkapital finanzierten Immobilien. Was bieten da Linke und Grüne für die als Heilmittel? Die Linke, Finanzkrisen durch strikte Regulierung und Umverteilung von oben nach unten verhindern. Das sind die uralten Ideen der sozialistischen Planwirtschaft und die ewige Leier der Vermögenssteuer. Man kann es nicht mehr hören. Leider muss man auch zu den Vorschlägen der Bündnis 90 die Grünen feststellen, dass sie ideologisch und nicht sachorientiert argumentiert wird. Finanztransaktionssteuer, das Deutschlands Börsenvorhaben kaltstellen wird, in Konkurrenz mit anderen Staaten, die die Finanztransaktionssteuer nicht haben. Die Immobilienspekulation ausbremsen, ja, wie will man denn das machen? Ein Finanz-TÜV, keine provisionsorientierte Finanzberatung, das ist alles kontraproduktiv zum Leistungsprinzip und wirkt jede Initiative und die Selbstheilungskräfte des Marktes ab. Wer die Ursachen erkennt, muss diese beheben und nicht Symptombehandlung ausführen. Die Ursachen für die letzte und die wahrscheinlich nächste Finanzkrise liegen aber in der nicht risikokonformen Verzinsung von Anlagen, Staatsanleihen sowie von Unternehmensanleihen, wie sie uns die EZB unter Herrn Draghi nun schon seit Jahren aufzwingt. Heute kommt ein ausuferndes und völlig verfehltes Anleihekaufprogramm, das als Quantitative Easing getarnt wird, und eine Gelddruckorgie. Hoffen wir auf einen deutschen Nachfolger für Draghi. Deutschland als größter Zahler mit 27% in der EU darf sich nicht wieder hinter Frankreich zurückdrängen lassen. Das Problem der Non-Performing Loans, die in Ländern wie in Griechenland über 60% aller Kredite, sagt man, und sogar in Italien rund 14% ausmachen, wird weiterhin von allen Beteiligten verdrängt. Eine Vergemeinschaftung der Schulden, wie in der dritten Säule der Bankenunion gefordert, lehnen wir als AfD daher kategorisch ab. Es herrscht Anlagenotstand, da Notenbanken weltweit die Märkte immer noch mit Geld überschwemmen. So werden auch jetzt wieder riskante Investments getätigt, nur um wenigstens ein bisschen Rendite zu ermöglichen. Dabei bleibt dann oft die Sicherheit auf der Strecke. Das Niedrigzinsumfeld schwächt die Altersversorgung der Bürger, enteignet die Sparer, ruiniert die Versicherungen und dient allein der Rettung des Euro. Und warum die Finanzaufsicht stärken, wenn sie keine Erfolge vorweisen kann? Das Single Resolution Board ist, wie wir alle wissen, im Bericht des Europäischen Rechnungshofes durchgefallen. Eine Fusionskontrolle der Banken kommt jetzt zu spät. Sehen Sie, dass die Deutsche Bank aus dem Euro Stoxx 50 rausgefallen ist? Die Commerzbank ist nicht mehr im DAX vertreten, also unsere Banken sind ziemlich schwach dastehend. Ein Trennbankensystem wäre eine echte Verbesserung und wird auch seit Jahren gefordert. Aber politisch war das schlicht nicht umzusetzen. Zum Zusammenfassen kann ich nur sagen, Grüne und Linke fordern sozialistischen Plan. Ich komme zum Schluss. Statt sozialer Marktwirtschaft, und Sie haben keine guten Lösungen zur Verhinderung von Finanzkrisen vorzuweisen.
Im Gegenteil, mit ihren Maßnahmen schlittern wir garantiert in die nächste Krise. Die AfD stimmt der Überweisung der Anträge in den Finanzausschuss zu und hofft dort auf positive Einsichten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.